Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Ganz interessante Entwicklung in der Landeshauptstadt Schwerin. Grüße an alle in MacPom gehen raus. Wunderschönes Bundesland mit zahlreichen Seen und alles. Wirklich ganz, ganz toll da oben. Als Kind war ich mal da. Und dementsprechend, jetzt stehen nämlich hier an diesem Wochenende am 4. Juni die OB, also die Oberbürgermeisterwahl in Schwerin an. Und dort könnte ein AfD-Abgeordneter, der Bundestagsabgeordnete ist, nämlich der nächste Oberbürgermeister werden. Das ist nämlich der Leif-Erik Holm, so heißt der Mann, von der AfD. Und der hat gute Chancen. Allerdings als Favorit wird hier der Amtsinhaber Rico Badenschier von der SPD weiterhin noch gehandelt. Da bin ich mal gespannt, wie sich diese Wahl ganz genau dann aufzeigen wird. Und wir gehen mal einige Punkte dazu durch. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht, ein bisschen recherchiert und eingelesen in das Thema. Und dann ist das nämlich hier der, wie gesagt, Leif-Erik Holm. Der ist selber gebürtiger Schweriner, tritt für die AfD an, heißt es hier, und dem durchaus Siegchancen eingeräumt werden. Also ja, ich konnte keine Umfrage aktueller Natur oder überhaupt finden, die jetzt speziell in Schwerin in der Stadt gemacht wurde für diese Bürgermeisterwahl. Leider nicht. Allerdings wissen wir ja, wie stark die Umfragewerte für die AfD gerade aktuell auf Bundes- und auch verschiedene Länderebene aussieht. So habe ich mir das Ganze bei daboom.de nämlich nochmal die neuesten, aktuellsten Umfragen rausgesucht. Die sind vom 14.04.23, habe ich hier nämlich etwas vorliegen. Da ist die SPD als stärkste bei 28%. Wie gesagt, jetzt Landesebene, nicht in der Stadt selbst. 28%, aber massiv abgefallen um 7%. Und diese 7% sind quasi rübergegangen zur AfD, liegen jetzt bei 25%. Dahinter die CDU, auch um 3% gestiegen, bei 19%. Die Linke bei 11%, die Grünen bei 6% und die FDP auch ganz, ganz knapp bei 5%. Also, wir müssen natürlich immer überlegen, klar, wie es jetzt bei einer Umfrage aussieht, ist schon mal grundsätzlich anders als beim Wahlergebnis nachher. Nur Tendenzen mag es da geben, aber ein endgültiges Ergebnis ist es meist nicht. Und genauso darf man jetzt auch nicht von Landesebene auf eine Stadt runterbrechen. Ne? Das funktioniert auch nicht, keine Frage. Da kommt es halt immer sehr, sehr stark dann auf die Bevölkerung an, etc. pp. Nichtsdestotrotz, die Möglichkeit besteht hier, dass er gewählt wird. Wie gesagt, es sind 5 Kandidaten hier zur Auswahl. Und interessant ist es dann nämlich auch noch, dass hier eine neue INSA-Umfrage gemacht wurde in dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, wie die Bild dann nämlich hier auch schreibt. Laut INSA-Befragung kämen die Blauen im Land aktuell bereits auf 25%, nur noch 3% hinter der führenden SPD. Und das deckt sich ja mit der Umfrage von April diesen Jahres, diese aktuellere Variante, die jetzt hier gemacht wurde, dass die AfD hier weiterhin sehr, sehr stark ist. Und klar, wenn der natürlich ein charismatisches Auftreten hat, der Mann, ich habe mal eine Bundestagsrede von ihm gesehen, die fand ich ganz gut, wirklich sachlich ganz gut auch rübergebracht. Wenn der sich natürlich dort in der Stadt Schwerin als Landeshauptstadt auch gut präsentiert hat, besteht da definitiv die Möglichkeit. Aktuell ist er tatsächlich noch Mitglied des Deutschen Bundestages und hat auch einen interessanten Lebenslauf, wie ich finde, den ich jetzt mal hier gerade präsentieren werde. Hat nämlich Schule gemacht und so weiter, Lehre zum Elektromonteur im BMK Industrie- und Hafenbau Stralsund. Dann Grundwehrdienst hat er abgeleistet, Abitur hat er an der Technischen Hochschule in Wismar gemacht, Studium der Volkswirtschaftslehre oder VWL an der Humboldt-Universität, Abschluss Master of Science und langjährige Tätigkeit als Radiomoderator. Das passte jetzt irgendwie gar nicht zu diesem Lebenslauf, wie ich persönlich finde. Da hätte ich jetzt was anderes erwartet und tatsächlich auch Radiomoderator Antenne MV. Also Mecklenburg-Vorpommern, FFH, das sagt mir nichts, aber NDR, NDR, das sagt natürlich was. Also wirklich, tatsächlich hat der Mann beim Öffentlich-Rechtlichen schon gearbeitet. Das finde ich ganz interessant zu sehen. Ja, dementsprechend mal schauen, was bei der Wahl rauskommt. Aber es gibt natürlich auch noch zahlreiche andere Berichte über die Situation. Wir kennen das ja. So sehe ich hier zum Beispiel vom 1. April einen Artikel von der dpa bei der Welt. AfD-Kandidat für Bürgermeisteramt stellt Programm vor, heißt es hier. Und er sagt hier im Zitat, machen statt meckern, Probleme angehen, statt sie zu verwalten. Das ist mein Plan für Schwerin, hat er seinerzeit gesagt.
Und das klingt doch mal nachvollziehbar. Das klingt doch einfach mal gut, dass man sagt, ja, wir gehen die Probleme an und wir diskutieren jetzt nicht noch 10 weitere Tage darüber oder noch länger, sondern wir müssen jetzt mal hier Nägel mit Köpfen machen, wie man so schön sagt. Dann am 11. April hieß es auch noch, der Wahlausschuss bestätigt Bewerber für OB-Wahl in Schwerin. Und da waren ja, wie gerade eben geschildert, mehrere aufgestellt. Das sind nämlich hier einmal der Amtsinhaber von der SPD, Rico Badenschier, hatte ich ja angesprochen. Dann eben der Live-Erik Holm von der AfD, CDU, FDP und unabhängige Bürger unterstützen den parteilosen Kandidaten Thomas Twer, Daniel Trebsdorf von der Linken, Regina Dorfmann von den Grünen und Martin Steinitz. Die treten soweit alle dort an. Und da bin ich mal ganz gespannt, was da rauskommen wird. Und ich hatte noch den Gedanken, ich habe es aber auch gegoogelt und nicht gefunden. Da könnt ihr mal was in die Kommentare zu schreiben. Irgendjemand hatte mir auch eine E-Mail dazu mal geschickt. Ich habe aber kein Video gemacht. Da war die Chance auch für in einer anderen Stadt, jetzt gerade vor maximal 1, 2 Monaten müsste das her sein, dass der Oberbürgermeister wurde. Dann gab es aber eine Stichwahl und da ist das dann aber nicht geworden. Ich krieg's aber nicht mehr ganz genau auf die Reihe. Es war auf jeden Fall ein bisschen dubios, weil er zuerst die meisten Stimmen hatte und dann reichte es wohl doch nicht und so. Es war eine ganz verzwickte Situation, sagen wir es mal so. Interessant, dass natürlich offensichtlich einigen nicht gefällt, dass hier jemand von der AfD als OB antritt, als OB-Kandidat. Dann heißt es nämlich Beschädigung von Wahlplakaten, 2 vorläufige Festnahmen und die wurden nicht einfach nur, ne, in Anführungsstrichen, beschmiert oder irgendwie randaliert oder sonst was gemacht, sondern das waren wohl größere Plakate und dann heißt es, die Polizei nahm am Montagmorgen nach dem Brand eines Großplakates im Plattenbaugebiet Großer Dreesch 2 betrunkene Männer vorläufig fest, wie die Beamten mitteilt, 22 und 23 Jahre alt. Die sollen hier 4 große Plakatwände verschiedener Parteien, also nicht nur AfD, sondern auch der anderen, sowie einen Plakatständer dienenden Autoanhänger beschädigt haben. Also, was soll sowas? Ne? Das finde ich immer wieder ganz, ganz unangenehm. Passt für mich persönlich nicht zusammen, dass sowas gemacht wird. Bei meiner Recherche habe ich auch noch gefunden, es gibt bereits einen Bürgermeister in Deutschland von der AfD. Das ist in der Stadt in Thüringen, wenn ich es richtig im Kopf habe, nämlich Moxa, Moxa. Vielleicht kennt ihr die Stadt, war mir nicht bekannt. Das ist der Johannes Linke. Der hat nämlich die Bürgermeisterstichwahl gewonnen und ist seitdem vereidigt und ist mit 75% der Stimmen gewählt worden. Ja, und ich habe jetzt nichts dazu gefunden, dass jetzt in Moxa irgendwie, was weiß ich, Einmarschierungen oder sonst was stattgefunden haben. Also meiner Meinung nach sollte man dem einen oder anderen Kandidaten von der AfD auch mal eine Chance geben, sich zu bewähren und zu gucken, ob das funktioniert. Und offensichtlich hier bei 75% im Wahlergebnis ist das doch eine schöne Sache. Interessant auch, nochmal zurückzukommen auf den Live-Erik Holm. Da heißt es nämlich hier in einem anderen Artikel noch, AfD-Kandidat Live-Erik Holm feiert Minderheit im Wahlkampffinale, ist leider ein Plusartikel bei der SVZ. Und nichtsdestotrotz, hier heißt es, nur einen Tag vor der Oberbürgermeisterwahl in Schwerin, das haut er nicht hin, die soll noch am 4. sein. Egal. Auf jeden Fall, ausgerechnet hat er ein Indianerfest in der Innenstadt organisiert. Dass das natürlich nicht akzeptiert werden kann und nicht gut ist, das sollten wir uns allen klar sein. Ich bin gespannt, ich halte am Laufenden. Schreibt mal unten rein, kommt ihr aus MacPom, aus Schwerin, werdet ihr den Mann wählen oder ist der SPD-Kandidat doch besser? Der hat ja offensichtlich auch sehr gute Chancen. Ich bin gespannt drauf, was ihr schreiben werdet. Abonniert gerne, nicht vergessen, bis zum nächsten Mal. Ciao.